So, heute folgt die nächste Stufe in meinem Mehrstufenplan. Ich habe jetzt Sweetie und Flocati in den mobilen Auslauf evakuiert, dass sie sich da A die Füße vertreten können, B kriegen sie da was zu mampfen. Und dafür habe ich drüben im Esszimmer, wo es gerade aussieht wie Kraut und Rüben, weil ich A am Misten bin und B gerade Flohmarktartikel aussortiere, habe ich jetzt das Rudel in den kleineren Gehegeteil gelockt, wo ja vorher Flocati und Sweetie drin waren, damit ich den großen Gehegeteil jetzt sauber machen kann. Und danach werde ich das Rudel außen, dann mache ich, gehen die alle wieder rüber, dann mache ich da sauber und dann werde ich das Rudel in der neuen Verteilung auseinander dividieren, damit Flocati sich noch ein paar Tage mit mehreren Rudelmitgliedern einleben kann, nicht nur mit einem. Die hat ja in ihrem Leben noch kein erwachsenes Meerschwein gesehen. Außer ihre Mama wahrscheinlich. Also, bis später. Der größte Teil ist jetzt geschafft. Flocati und Sweetie wombeln durch ihr neu gestaltetes Gehege. Jetzt muss ich dann nur noch von drüben zwei Schweinchen einfangen und die dazusetzen. Und dann schauen wir mal. Sie scheinen jedenfalls begeistert. Ich habe auch in einem anderen Teil mal wieder ein bisschen umgebaut, habe in Vorbereitung auf Flocati noch mehr Häuschen und Tunnel aufgestellt. Die haben jetzt ein bisschen komisch geguckt. Hey, was ist hier los? Aber man muss ja in die Zukunft denken. Können Sie sich schon mal ein bisschen daran gewöhnen, dass Flocati dann mehr Versteckmöglichkeiten hat. Und die flippt das hier aus. Oh, ist das schön. Flocati im Schweinehimmel. Das kann man sie auch endlich mal sehen. Weil es natürlich immer noch ein Schisserschweinchen, das ist klar. Aber sie läuft rum, sie gluckst, sie freut sich, so schnell komme ich gar nicht nach. Kleines Wuselmonster. Ne, das wird nichts. Ist natürlich auch der Nachteil der Kameras, man hält sich da immer solche Trümmerteile vors Gesicht. Das muss so ein kleines Meerschwein ja auch verunsichern. So, und ich muss jetzt in die Gänge kommen, weil ich muss dann nämlich noch arbeiten. Ich habe jetzt noch Pirelli dazu gesetzt. Ich glaube, das war eine gute Entscheidung, weil erstens ist Pirelli recht zutraulich und zweitens bringt die überhaupt nichts aus der Ruhe. Und Flocati scheint doch recht angetan. Auch wenn ihr das riesige Schwein noch ziemlich unheimlich ist. Jetzt hast du dich erschreckt, hä? Was machen die? Boah, Pirelli Mundraub. Pirelli gestern mal gewogen. Hat wieder zugenommen. 1226 Gramm. Das sind 100 Gramm mehr wie vor einem halben Jahr. Ich verstehe das nicht. Ich bin jetzt noch am Überlegen, ob ich noch ein Böckchen dazu setzen soll. Ich weiß nur noch nicht welches. Ich finde jetzt mit den Mädels, das klappt ja gut. Vielleicht warte ich noch einen Tag oder zwei. Und nächste Woche ist ein großes Tralala. Wenn wir dann das Trennbrett wieder wegmachen. Aber Flocke ist doch allerliebst.
Also ich könnte ja stundenlang zugucken, aber ich würde es ja nicht übertreiben. Da gibt es bestimmt in Zukunft noch einen Haufen Schweinevideos. Gell, Pirelli? Genau. Sind sie nicht drollig zusammen? Also. Ja, Pirelli, du bist so süß. Du bist das beste Schwein von allen. Sie ist ja mit Bungie zusammen auch eins der Ältesten. Also Bungie und Pirelli sind ja unsere Ältesten, nachdem Wumble und Brownie gestorben sind. Und genau die richtige Medizin für das kleine Flöckchen. Kann sich immer an Pirellis ausladenden Popo kuscheln. Die Flocke, komm. Jetzt habe ich aber nichts mehr. Also macht's gut.